Hier sind wir beim Sonnenuntergang in Minecraft. Wir haben die Kronleuchter, so nenne ich es jetzt einfach mal, angebammelt. Und könnten theoretisch nee, geht doch nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich das Ding hier vielleicht nochmal abreiße und ein weniger draus mache. Weil wenn wir hier auch noch einen Zaun hinsetzen, ist es ja eh nur zwei breit. Weil irgendwie sieht so aus, als ob was fehlt. Könnte natürlich immer noch um ein versetzen. Und dann würde es hier trotzdem nicht aufgehen, glaube ich. Hm, schade. Wenn ich das Ding hier um ein verkürze. Das sind da jetzt drei. Ich könnte auch natürlich um zwei verkürzen. Machen wir vielleicht später noch. Was sagt denn jetzt das Enderman-Radar? Witch will ich nicht haben. Kann's wegbleiben. So, okay. Ich werde jetzt oben einfach mal aufs Dach hier Eichenholz drauf klatschen. Nein! Oh, jetzt ein Glück. Das wäre es jetzt gewesen. So, 60 Stück reicht bei weitem nicht, aber wir können schon mal anfangen. Und das ist ja auch schon mal was. So, alles alle, hier machen wir noch Fackeln hin. Die Witch ist weg. Und wir können erstmal was futtern. Ist mein ganzes Brot alle? Verdammt. Ich glaube ja. Dann müssen wir wohl tagsüber wieder zurück. In die Welt 1, Staffel 1. Das waren noch Zeiten. So, man könnte jetzt aber natürlich auch schon mal ein wenig blaue Wolle irgendwo hin platzieren. Entweder mache ich da jetzt nur dünne Streifen
was glaube ich okay wäre. Ja, eigentlich schon. So können wir das definitiv hier lassen. Die Frage ist, ob wir es bis hierhin durchziehen. Ich glaube auch fast hier. Oh Gott. Wo sind denn jetzt da? Und natürlich hängt einer am Kronleuchter. Haben wir noch... Haben wir dafür Eiche genommen? Ich glaube ja. Eichenholzstufen haben wir jetzt noch ein paar. Ich möchte diesen einen Block haben, definitiv. Dann würde da ein ganzer Block reinkommen. Okay, wir brauchen definitiv mehr Eichenholz. Kein Enderman in Sicht. Und theoretisch muss ich es dann auch bis hierhin durchziehen, ehrlich gesagt. Ups. Theoretisch dürfte es nicht mal was am Aufstieg hier behindern. Dann mache ich vielleicht da auch eine Dreierbreite draus. Wo landet es hier? Genau hier wieder. Cool. Gut, schlafen. Okay, ich bin ja ganz leicht, bin ich rausgesprungen. Schlafen können wir jetzt eh nicht. Wupp. So, das Ding kann ich auch mal schnell noch abholzen. Sieht ja hässlich aus. Und es wird Tag. Ich freue mich. Dann können wir nämlich gleich hoffentlich entspannt überlaufen. Und dann nehmen wir uns auch gleich ein paar Weizensamen mit. Denn das nächste Projekt ist ja der kleine Bauernhof. Naja, Bauernhof auch nicht wirklich. So, was legen wir ab? Gut, den Sandstein kann ich ablegen, den brauche ich jetzt nicht. Zwei Eisen, aber eigentlich haben wir dann auch noch genug Platz im Inventar. So, bup. Ja, dann hauen wir mal ab. Lila Wolle könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen.
Dazu müssten wir theoretisch einfach nur ein rotes und ein blaues Schaf kreuzen. Ich hoffe, das klappt hier hoch. Hallo Schweinis! Hallo Hühner! So, womit fangen wir an? Ich hole mir erstmal eine gelbe Blume. Haben wir nichts hier? Da haben wir auch nichts. Dürfte vermutlich oben sein. Ich vermute fast, ist es die einzige, die wir haben. Oh. Die einzige. Ich brauche was zu futtern. Ich habe ja wirklich gar nichts mehr dabei. Nehmen wir erstmal verrottetes Fleisch. Das geht auch. Und es wird geerntet. Geerntet. Dann können wir jetzt Samen platzieren. Hier auch nochmal. Dann noch in dieser lieblichen Ecke. Ich bin mir momentan gar nicht sicher, ob da viel übrig bleibt. So. Na doch. Wahrscheinlich mehr als verbrauchen. Und hier habe ich ja noch Fackeln übrig gelassen. Die dürften über sein. Wieso habe ich eigentlich hier keinen Baum gepflanzt? Draußen Schaf ist auch noch da. So. Ein gelbes Schaf, bitte. Vorher sollte ich vielleicht noch ein paar Weiße produzieren. Klack! Dings und Dings. Das müsste Orange geben. Yeah, cool. Und du und rot. Lila, lila, lila. Yeah. Weg damit. Rosa brauchen wir auch. Rot, rot. Eigentlich brauche ich ja gar nicht momentan.
Kann man das Kleine auch schon scheren? Nee. Ich glaube, ich habe zu viel Wolle dabei. Beziehungsweise nicht zu viel Wolle dabei, sondern zu viele Items. Ich mache mir jetzt erstmal ein paar Brote, damit wir Platz bekommen. So, so, so. Und es bleiben zwei übrig, mit denen unsere kleinen süßen Schafis Liebe machen können. Ich glaube fast, lila haben wir aber gar nicht dabei. Grün auch nicht. Ich hoffe, wir kriegen alle Farben jetzt mit, die wir schon angefangen haben abzuscheren. Mäh. Ergibt das hellrot? Warte mal, Platz hier. Ne, das hat jetzt ein graues ergeben. Mhm. Das Gehege dürfte eindeutig zu klein sein. Grün, hellgrün. So, lila habe ich. Ach, lila haben wir ja auch noch gar nicht holen können. Ist ja noch klein. Nun gut, ich glaube, das reicht erstmal. Und wir haben ja auch schon wieder Überlänge. Spitze, bedanke mich. Bis dann.